Die Anstrengung der Tage macht euch zu schaffen, zerrt an euren Knochen und macht euch müde und aggressiv. Letzte Nacht hat das Feuer in Valusa zu löschen ziemlich lange gedauert. Diese Nacht in den kalten Straßen mit dem Schwert und danach suchen. Ne, jetzt habt ihr es endlich geschafft. Und das Entern der Arche hat euch ebenso Kraft gekostet. Ein letztes Mal aufraffen. Ein letztes Mal der Gefahr entkommen. Mit Angst in eurem Blick schaut ihr der schwarzen Wolke entgegen, die Ragnar als menschengroße Fledermäuse erkannt hat. Die erste von sieben Plagen. Bailong scheint nun ziemlich weit entfernt. Zwischen euch und Valusa liegt Mendena, irgendwo auf der westlichen Seite. Und auch von dort könnt ihr Archen heranpeitschen. Sehen nicht unbedingt, aber zumindest der ein oder andere weiß, dass sie kommen. Ein letztes Mal aufraffen, ein letztes Mal der Gefahr entkommen. Und damit beginnen wir. Wir sind vielleicht in Schwierigkeiten. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Fiona, ihr habt das So Schwert. schnell. Ich will's gar nicht. Mir egal, ihr habt es jetzt. Mein Herr! Mein Herr! Sekunde! Fiona, Evadaya, seht zu, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ich muss aufs Unterdeck und zusehen, dass niemand über Bord fällt oder so. Jagold. Kurs für Jagold Kapitän, wir Riefkötter brauchen läuft einen. gerade die Treppe nach oben. Mein Herr! Er ist ein bisschen aus der Puste, muss erstmal zur Luft kommen, stützt sich jetzt gerade auf seinen Knien ab. Ich war am Unterdeck, wegen den Homeriern. Sie sind weg. Sie sind alle weg. Der Magier, den wir eingesperrt haben mit seiner kleinen Kreatur, er hat gesagt, er will raus. Er will raus. Verfluchte. Ja, ich komme runter. Seht zu, dass er rausgelassen wird. Jawohl. Er läuft runter und du kannst dann hören, wie er dann noch auf der Treppe seine Knappen herunterbrüllt. Fang an zu laufen! Frieda! Ja, und damit poltert Jalan dann hinterher in die Treppe hinunter, ohne noch ein weiteres Wort von der Heldengruppe zu erdulden. Die sollen das unter sich klären. Was ist denn das für ein Kapitän eigentlich, der uns einfach hier allein stehen lässt ohne richtige Befehle? Fiona, habt ihr schon einmal ein Schiff kommandiert oder gesteuert? Ich war nie Captain, ich war immer nur maximal erste Offizierin. Okay, Aber ich meine, warum befehlen wir dem Schiff nicht einfach, uns aus der Situation rauszubringen? Ich meine, sie müssen doch tun, was wir sagen. Das heißt, wenn wir ihnen den besten Kurs, also wenn wir ihnen sagen, sie sollen den besten Kurs machen, müssen sie es doch tun, oder nicht? Nun, sie. So läuft das nicht. Dummes Mädchen. Wer ist hier dumm? Pass bloß auf, du! Fräulein Das Schwert mal ein Svanert, bisschen höher halten. ihr müsst das verstehen, diese Kreaturen, sie sind dem Willen der Herzogin der Tiefen verfallen. Du darfst sie Wir können. niemals tun lassen, was sie will. Das wäre der Befehl, den du geben müsstest, aber freier Handlungsspielraum für sie wäre. Halt dein Maul, Schwester! Dürfen wir nicht trauen. Ich könnte sie befehlen, aber es wird mich Kraft kosten und ich bräuchte Augen auf dem Oberdeck, die jemand, der die Strömungen, die Winde im Auge behält. Damit kennt ihr euch doch aus, ihr seid doch schon zur See gefahren. Natürlich. Aber wenn es euch so viel Kraft kostet, wäre es nicht besser, ich weiß nicht, dass ihr die Kraft spart für irgendwas, für irgendeinen Notfall? Irgendjemand Das ist ja gar muss kein sich diesen. Sturm! Das sind Menschen, die da fliegen! Ein Mensch. Fliegen Fiona, schnell, das Menschen? müssen wir uns ansehen. Komm mit. Na gut. Ich werde packen, immer noch in dieser. Ja, ist ja immer noch eingewickelt, ne? Und einfach mitnehmen. Ich weiß gerade auch nicht wohin. Etwas hilflos noch kurz gucken, nach Motto, ich will das Schwert nicht und dann nach oben laufen. Nehmen wir auf die Aussichtsplattform. Ja. Immer dem Geweihten nach, der wird schon wissen, was Ragnar los ist. würde, der ist jetzt ja allein mit Brindisian da in Ja, diesem Raum. Der richtig. wird dann mal nach unten in die Kapitänskajüte gehen und gucken, ob er da irgendwas Hilfreiches findet, was ihnen vielleicht hilft. Ob da irgendwie irgendwelche Stromschnellen oder irgendwelche Strömungen verzeichnet sind, die sich hier in diesem Gebiet gibt. Ja, es gibt. Würfel mal Hauswirtschaft. Finde ich gut, Hauswirtschaft, das Schwert um 5, denn das ist nicht deine Hauswirtschaft, sondern die eines fremden Kapitäns auf einem Schiff. Und wenn du dich jetzt hier in der Aktenlage seines Schreibtisches zurechtfinden willst, dann Hauswirtschaft. Ah, die 20. Schicksalspunkt Glück? oder nicht? Ah, komm, was soll's. Schicksalspunkt. Nice.
Ja, alles klar. Dann findest du eine Karte. Und das ist, ich muss gerade gucken, die habe ich nicht auf dieser. Ich ziehe die gleich rüber. Aber es gibt auf der Karte verzeichnete Insancti von Charybdoroth. So wie du das siehst, ihr befindet euch gerade direkt neben ihm. Das heißt, Rulat ist eines. Ein weiteres Insancti oder Insanctum ist Janka. Oh, beim Golf von Perikum. Niemand weiß genau, warum das der Fall ist. Und im Süden von Maraskan gibt es ein weiteres Insanctum. Ungefähr bei Buli und bei Sayana, Dalkan. Da wird es ein weiteres Tor in die Niederhöllen geben, direkt zu Charybdoroth. Und wenn du diese Zeichnung siehst, würfel mal eine Geografie. Ja, wäre dir, glaube ich, lieber, wenn du das Ganze nicht verstehen würdest, aber der Strudel, so wie du das gerade deutest, ist das Insanktum. Und damit der direkte Weg in die Niederhölle ohne Ausweg. Wenn ihr hier mit eurem Schiff nach unten fahrt, dann wird das Loch keinen Meerboden haben, sondern dann stürzt ihr in eine Szenerie aus Algen und Wasserbächen. Ja, Ragnar verwischt die Idee von wegen, wir nehmen den Strudel als Energieschub, beziehungsweise war das ja eigentlich, glaube ich, in Everdaios Plan und meint dann, ja, Aktuell besprochen wurde noch gar nichts. Also ihr Ach fahrt weiter, stimmt, das war ja nur ihr die lauft Planung. gerade weiter in Richtung Süden, direkt auf die Plagenbringer zu, vor euch der Sturm. Jalan hat sich verabschiedet, Brintijan wühlt ja wohl noch weiter in irgendwelchen Büchern und Aufzeichnungen, versucht das Ganze zu verstehen und wird sehr leise, langsam, wird nichts mehr sagen und ja, runzelt so ein bisschen seine Stirn. Mit dem kannst du gerade wohl auch nichts anfangen. Vielleicht hat er irgendwas ausgeheckt, vielleicht auch nicht, aber auf den kannst du gerade nicht mehr bauen. Alles klar, der liest da irgendwelche Sachen. Und Ja, ich habe der. jetzt nochmal kurz ein Verständnis. Rulat war jetzt ein Insancti, kurz vor Maraskan war ein Insancti Ja, und wo war das letzte? ich zieh das gleich nochmal rein auf diese Karte. Okay. Moment. Steuerung F. Hier. Ja. Hier bei Janka. Ah, okay. Und das andere bei Buli. Also Ah, okay. unten im Süden von Maraskan. Warum auch Aber immer. dieser Plan bringt mir jetzt nicht so viel, oder? Also um hier irgendwie wegzukommen, weil ich irgendwelche Stromschnellen und so weiter und so fort. Also, ja, na klar, du kannst diese Stromstellen nutzen, aber Ja, also befahren hat das noch keiner. Die Dämonarchen können da vielleicht mit umgehen und sind natürlich als größere Schiffe nicht ganz so sehr betroffen davon. Kleinere werden dann reingerissen, aber das zeichnet sich dann eben auch. Also, das ist halt genau das, was die KGIA mit Sani noch schon herausgefunden hat. also wenn man Deswegen das. seid ihr ja damals diesen unglaublich riesigen Umweg über Hulot und Tisa gefahren. Also es kommt alles nur auf das Können des Kapitäns an, ob man da jetzt in diesem Strudel versinkt oder nicht. Ja, also ein Schwert in die Brust einer Frau reinschlagen als Kapitänsleistung zu bezeichnen, du müsstest da vielleicht ein paar Mal mehr reinlenken und aktuell kannst du sie nur nach Norden, Süden, Osten oder Westen steuern. Du, wie gesagt, du verzweifelst gerade. Ihr seid so gut wie tot, wenn ihr da reinfahrt. Das ist nicht gut. Aber wir sind auch tot, wenn wir jetzt weiter nach Süden fahren. Wir sind wahrscheinlich auch tot, wenn wir. Was war denn dein eigentlicher Plan? Ja, keine Ahnung, dass ich irgendwelche Stromschnellen oder sowas oder irgendwelche Riffe da in der Nähe finde, dass ich die quasi anlaufen kann und dass wir dann da irgendwie in einem Alles-oder-nichts-Manöver durchsteuern. Keine Ahnung. Ja, dann, du erreichst das Unterdeck, beziehungsweise jetzt, ja, das Zentraldeck. Hier alles runter und drüber, die Leute starren dich mit Entsetzen an, sind von ihren Rotzen und den Harpunalen weggetreten, denn, naja, sie haben mittlerweile alle erkannt, dass es sich dabei um riesige Vampirfledermäuse handelt, beziehungsweise Menschen mit Flügeln, die, ja, in der Nähe auf sie zukommen und es sind so viele, dass es tatsächlich, wie eine Sturmfront aussieht. Blicke einen Moment lang entsetzt zum Himmel hoch, dann noch viel entsetzter zur zusammengewürfelten Mannschaft, fangen an zu brüllen. Alle Mann auf ihre Station, verdammt! Zurück an die Geschütze! Wer keins hat, besorgt sich einen Bogen! Uktan, sieh zu, dass wir Kugeln herbeikriegen! Aber Signore, wir haben noch etwas. Einen Moment. Dann würfel mal Kriegskunst. Erschwert um Das 8. kannst du haben. Eine Sekunde. Ach ja, hier Kriegskunst ist Wissen. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, kein Chippy, kein Glück. Die Leute bleiben stehen.
Nein, tut mir leid. Wir sind nur irgendwelche. Dafür wurde ich nicht bezahlt. Ich bin hier wegen Segelsätzen. Polter greift in seine Innentasche, greift einen Flachmann heraus und leert den auf einen Schluck, schmeißt dann den Flachmann über Bord und rennt dann unter Deck. Scheiße. Verdammte Hacke, wenn ihr euch jetzt hier rumsteht und nichts tut, sind wir gleich alle tot. Der Steuermann arbeitet oben dran, dass wir hier rauskommen, aber bis dahin müssen wir am Leben bleiben. Dann stellt ihr euch doch dahin. Am besten ich stehe hier! Am besten nach ganz vorne! Hier, da! Er deutet mal in die Richtung, du sprichst wohl gerade mit Jaroslaus Topfenstrudel. Nimm doch am besten ganz vorne die erste Arche, die erste Rotze. Viel Spaß. Ich reiße, da ist meine Knappen bei mir. Da, Myria steht da. Ich laufe dann an ihr vorbei, nehme ihr im Gehen noch den Bogen unsanft aus der Hand und mache mich auf den Weg nach vorne. Okay. Wollt ihr hier stehen bleiben oder mich alleine sterben lassen? Vorwärts! Überreden. Wieder um 8. Kann ich auf Überzeugen ausweichen? Auf Überzeugen? Auf Überzeugen. Na gut, mit Ableitung. Ja, mit Ableitung? Ja. Dann bleibe ich bei Überreden. Ephedaios und Fiona oben auf dem... Was ist? Seht ihr bei Effert in der Luft? Das sind Körper! Was für Waffen, wie ist denn das möglich? Und aus dem Süden kommt die. Wie ich es richtig verstanden habe, meinte Bondijan, da kommt die Plagenbringer. Vielleicht können wir diesen Sturm dort nutzen, um ihn zwischen uns zu bringen. Das würde uns Zeit verschaffen. Welchen Kurs? Sagt irgendwas an. Der Captain ist ja nicht mehr zurechnungsfähig. Also sagt irgendwas. Ihr müsst es doch wissen mit eurem Effort. Nun, dann müssen wir nach Nordwesten. Und ich würde gerne einmal den Kurs oder die Richtung von dem Sturm oder Strudel bestimmen. Wie sicher wirkst du, wenn du das sagst? Weil dann würde ich sofort mit dem Schwert dir folgen. Das kommt ein bisschen auf die Probe an, Frosty. Kann ich abschätzen, wo sich der Strudel hinbewegt? Das ist eine Seefahrtsprobe, Schwert um 5. So spät ist das nicht. Du siehst den Strudel in einiger Entfernung vor dir. Ihr seid auch jetzt schon so ein bisschen im Sog, aber das ist nichts, was ein Schiff dann auch wieder wegfahren kann. Der ist linksdrehend. Linksdrehend? Das heißt, in welche Richtung bewegt er sich? Kannst du auf der Karte sehen, also wenn ihr jetzt hier euch irgendwie dreht, dann, ja, je nachdem wie man reinfährt, wird man auch rausgekatapultiert. Okay. Also, aber das Zentrum ist stationär. Das Zentrum, also das kannst du jetzt so nicht abschätzen. Er bewegt sich jetzt nicht unglaublich schnell, aber die KGA-Berichte sind zumindest dahingehend, dass er sich bewegt, also das Zentrum wandert, das in Sanktum. Nun, dann ist es Nordwest. Jonas, schnell. Ich streck das Schwert einfach mal in seinem Tuch nach vorne und sag: Nordwest! Nein, Fühlt das, was passiert? Nee, gar nichts. Ich kenne mich damit ja nicht aus, das Jonas. Wir müssen es den Steuerfrauen befehlen. Ich geh runter, bleib dir hier oben und wenn irgendwas ist, brüllt einfach. Gut, Nordwest! Vergiss lauf, es lauf, nicht. Lauf, Nordwest. Lauf! Ich weiß schon, ihr seid erstmal auf dem Schiff. Brummel, brummel und wir nach unten laufen. Wieso nach unten? Also die Steuerfrauen sind ganz oben. Achso, dann nach oben. Ja, also guck auf die Karte. Ja, ja. Ja, läufst du wieder nach oben, Treppe nach oben und dann stehst du vor den beiden nackten Frauen. Ich befehle euch nach Nordwest. Du kannst mir gar nichts befehlen. Ihr werdet sterben. Doch, das kann ich. Fahr jetzt nach Nordwest. Los. Was doch das Schwert. Benutze es. Du musst es benutzen, sonst hört sie nicht auf dich. Ich nehme einen Lederhandschuh, zieh den über
und versuch vorsichtig das Schwert nur mit einem Finger anzufassen. Und guck, was passiert. Ja, Ragnar, an dir vorbei ist eben gerade gelaufen Fiona. Möchtest du noch irgendwas tun? Hör ich, dass sie ruft, wir müssen nach Nordwest. Also, ich möchte euch noch einmal bitten, guckt auf die Karte, Steuerung F. Ephadaios und Fiona standen eben hier auf der Ausguckplattform. Du standest hier an diesem Schreibtisch. Jetzt ist sie durch die Tür wieder rein. Nein, ich habe halt nur was gehört von wegen so, ja, wir gehen jetzt nach oben. Ich dachte, es geht noch weiter nach oben, deswegen war ich verwirrt. Also, noch einmal. Die beiden standen hier. Okay. Ja, dann. Das heißt, sie ist durch diese Tür wieder rein, an dir vorbei und du kannst jetzt hören, wie sie diskutiert. Du hast jetzt natürlich immer noch dein Wissen, das hast du noch nicht mit anderen geteilt, aber jetzt wäre es halt sinnvoll, euch entscheiden, ob ihr nach Osten oder nach Westen kommt, weil allzu viel Spielraum habt ihr hier nicht. Ja, dann läuft Ragnar nach oben. Nein, wir dürfen nicht nach Osten. Fiona. Westen. Wir dürfen nicht nach Westen. Hä? Was? Warum nicht? Weil das ein Sanktum ist. Es wird uns alle verzehren. Ein was? Dieser Strudel. Er führt direkt in die Niederhöllen. Woher willst du denn das wissen? Ich meine, du siehst das hier aber nicht aus wie ein Seemann. Das steht hier und ich zeige auf ein paar Zettel. Ist das chaotisch? Wo ist überhaupt dieser blöde Kapitän hin? Der kümmert sich gerade darum, dass wir kampfbereit sind, falls es zu einem Kampf kommen muss. Wir müssen nach Nordwesten, glaub mir. Jalan, du kannst gerade sehen. Der hat gesagt nach Nordwesten, das wäre ja exakt die andere Richtung. Ich meine, die Geschöpfe werden größer und größer. Du kannst jetzt auch einzelne Kreaturen erkennen. Es ist also wirklich einzelne Individuen, allerdings so sehr viele, dass sie ja einen beeindruckend großen Schwarm bilden. Myria an deiner Seite mit dem Echsenbogen kann ja eigentlich nur funktionieren. Auf der anderen Seite des Schiffes, die andere leichte Rotze, die bemannt worden ist von, das ist das Tobrische Ritter, beziehungsweise die schwere Stadtgarde aus Valusa. Und alle anderen sind gerade geflohen, entweder ins Innere der Arche, Unterraum, sind einfach weg. Ugdan kannst du noch sehen, der hat sich wohl auch ein Harpunal geschnappt und steht jetzt alleine da. Von den anderen keine Spur. Dann kannst du sehen, wie mit schwerem, klunkenden Schritt Bisfrabul auf dich zukommt. Er hat in seiner Hand 4 Wurfdolche, hat sich wohl an den Rücken noch eine Streitkolben geklemmt. Er hat noch 2 Schwerter, er hat eine Streitaxt. Dieser Mann ist so sehr bewaffnet, dass das nicht funktionieren kann. Aber er nickt dir kurz nur grummelig zu, verzieht keine Miene und greift sich einen der Wurfdolche. Sollen sie kommen. Ich stehe mit dem Bogen in der einen Hand hinter der Rotze, taste mir mit der anderen noch Gedanken verloren, meine Bandage am Hals ab. Ich entscheide, dass ich hier nicht sterben möchte. Ich lege mich kurz zu dem traurigen Häufchen um, das geblieben ist. Feige Hunde! Zurück! Alle Mann in die Arche! Sind zu viele! Ich wende mich um, bleibe noch kurz stehen, werf einen Seitenblick auf. Ja, Blutschluck. Euer Gnaden, ich will euch ja nicht vorschreiben, wie ihr zu sterben habt, aber... Das könnt ihr auch nicht. Vielleicht ist heute nicht der Zeitpunkt. Dann gehe ich weiter. Mit dem Mann ist nicht zu verhandeln. Kannst einen kurzen Schatten erkennen, der sich da wohl gerade zwischen der Treppe hervordrückt und aus einer der Türspalten heraus bewegt. Eine kleine Kreatur. Lupdir. Der Magier ist frei. Na super. Ich schreite an der Kreatur vorbei und versuche nicht hinzusehen. Ja, Jasper, der Wandler steht dort oben. Euer Gnaden, wie kann ich euch helfen, euch zu Diensten sein? Ich habe gehört, dass ihr der neue Kapitän seid. Wo ist denn das Schwert? Ich hoffe, ihr habt das nicht ins Wasser geworfen. Zum einen ist es, wenn überhaupt, euer Ehren. Euer Gnaden ist eher da draußen. Zum anderen ist das Schwert gerade bei einem meiner Kameraden, die Steuerfrauen davon überzeugen, uns sie bitte wegzubringen. Ihr seid gar kein Rondrianer? Nein. Nun, ich war auch aufgrund eures Wappenrocks leicht verwundert. Was meint ihr denn? Wie viel euer Gnaden dort draußen? Meint ihr den Effert-Geweihten? Nein, ich meine den Chorgeweihten draußen. Elferdi ist beschäftigt. Der lebt noch? Er lebt noch.
eine Geschichte, die ich euch vielleicht zu diesem Herrn erzählen sollte, aber ein anderes Mal. Ja, Verspürt ihr nicht den jetzt. Wunsch, dass ich ihn retten soll? Er verneigt sich leicht. Er wird es mir nicht verzeihen, aber wenn es in eurer Macht liegt, bitte. Sehr wohl. Ich hoffe, ihr bedenkt das bei meiner weiteren Behandlung und sperrt mich nicht wieder nach unten in diese kargen Verliese, mein Herr. Nun, wer gibt, dem wird gegeben. Wer hier Sinnesgaben zum Göttergefälligen anwendet, dem wird auch vielleicht verziehen. Ich danke euch, mein Herr. Ja, dann geht er seelenruhig an dir vorbei und nähert sich dann von hinten bis Frau Bulbenschluck. Während er das tut, sammle ich noch die letzten mutigen Seelen auf dem Deck ein. Und sehe zu, dass sie unter Dach sind. Okay, alle runter? Yep. Dann können das jetzt die anderen sehen. Ephadaios auf dem ersten Oberdeck und die anderen auf dem zweiten Oberdeck, also Ragnar und Fiona, die jetzt dort sich unterhalten und streiten. Wie geht es weiter? In welche Richtung wollt ihr fahren? Ragnar, wir machen es so. Wir gehen jetzt zu Ephadaios hoch. Ich denke, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, sie von der Ferne schon anzugreifen, kann ich das besser als er. Und zwar muss er das Schwert führen. Oder ihr. Oder wir nehmen uns irgendeinen. Gibt es also hier irgendjemanden, dessen Seele sowieso schon verloren ist? Ich kann das Schwert nehmen, ich hab's schon mal benutzt. Also man kann einfach, man würde mal so das Schwert aufschlagen, ohne es zu berühren. Hm? Man kann das auch einfach so reinstechen. Das funktioniert auch. Macht ihr das? Ich werde nach oben gehen. Vielleicht können wir sie schon mit irgendwelchen Waffen aufhalten, dass sie gar nicht erst an uns rankommen. Ihr werdet schon wissen, was zu tun ist. Meint ihr nur, man kann diesen Aufzeichnungen trauen? Ich meine. Ich denke, wenn wir noch Zeit haben, dann sollten wir erstmal zu Ephadaios runtergehen und ihn fragen. Die Zeit rennt uns davon! Nun dann. Dann nimmt Ragnar das Schwert, nickt ihr noch einmal zu und rammt das Schwert in die Brust der einen Frau. So geht es. In welche Richtung willst du? Nordosten. Aufs offene Meer. Nordost. Volle Kraft voraus. So schnell wie es geht. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Ich hoffe es auch. Und dass ihr gelingt, gebe ich euch einen aus, mindestens. Jo. Nun, wenn es nicht gelingt, dann könnt ihr mir auch keinen mehr ausgeben. Ragnar nickt einmal grimmig. Wer weiß. Man würde dann auch tatsächlich nochmal hier diese andere Frau da ansprechen, die Perainiane. Ja. Wer die ansprechbar, während das Schwert da in ihrer Schwester deckt? Oder weil die auch so vor Schmerzen... Du siehst, dass sie genau die gleichen Schmerzen erleidet wie ihre Schwester. Sie hat keine offenen Wunden, aber sie zuckt gleichzeitig mit ihr zusammen. Aber ich könnte jetzt theoretisch das Schwert wieder rausziehen und die würden den Befehl weiter befolgen, ja? Die befolgen den Befehl, der als letztes gegeben worden ist, genau. Also nachdem dann das gegeben worden ist, kannst du die Schwert rausziehen. Wunderbar. Ich gehe nach oben derweil zu Ephadaios und was Ragnar da machen, weil, ja, der hat irgendwelche Aufzeichnungen und wenn er sich seiner Sache sicher ist. Ja, also du gehst nach unten, genau. Nach unten, genau, oh Gott, ja. Ich bin jetzt gerade nach oben entgegen. Gelaufen, die Treppe, ja, genau. Treppe nach unten. Nordwesten! Nein, das ist die falsche Richtung, Nordwesten! Das ist die richtige Richtung. Er hat irgendwas gelesen und da steht Nordost. Was? Nein, was hat er denn? Vom Bug hörte jetzt einen infernalisch lauten Schrei. Es klingt mal wieder mehr tierisch als menschlich, bis Frau Buhl ist enttäuscht. Die Lederschwingen werden leicht kleiner und kleiner und dann erstickt dieser Schrei ganz plötzlich. Das rennt die Treppe nach oben. Ragnar, wieso fahren wir nicht nach Nordwesten? Was ist da los? Im Nordwesten ein Sanktum ist. Wenn irgendwas schief geht bei den Berechnungen des Kurses und man kann diesen Frauen hier nicht wirklich Befehle geben, außer dass sie in eine Richtung fahren sollen, werden wir ins Insanktum und in die Niederhöllen verschluckt. Ein Insanktum? Woher hast du... Der Strudel ist ein Insanktum und ich reiche ihm die Karte. Und es gibt noch zwei weitere. Nun, dann... Was ist der aktuelle Kurs? Der aktuelle Kurs ist Nordosten. Das... Aufs offene Meer hinaus. Aufs offene Meer... Okay, gut. Habt ihr
Man sieht einfach daraus, das Schwert in Xyles zu stecken. Ihr habt sie befehl. Habt ihr das Schwert berührt? Nein. Wagner. Oh. Zeig ihm meine beiden Hände. Keine schwarzen Finger. Doch. Klar. Doch? Klar. Verdammt. Krieg ich auch Schaden? Ich sag dir nicht, was du an Schaden bekommst. Ich hab dir letztes Mal gesagt, dass du dich alt fühlst. Und dass das auch weh tat. Und wenn du jetzt deine Hände betrachtest, nochmal die Handschuhe abziehst, du kannst sehen, wie da feine Blitzlinien nachtschwarz durch deine Hand läuft. Das ist nicht gut. Vielleicht bin ich doch verletzt. Du kannst auch das Schwert hören, wenn du es ja bei dir trägst oder wenn es auch noch im Baum steckt. Also es ist jetzt in deinem Kopf, dieses Schwert. Das ist nicht gut. Ragnar, dieses Schwert, es ist zwar eine Waffe, aber sie... Jedes Mal, wenn du sie berührst, wird sie deine Seele mehr und mehr an sich reißen. Fiona, eine weitere Person kommt die Treppe nach oben. Den hast du bisher noch nie gesehen. Eine Art Zauberer in Grau gewandet, mit einem Schlapphut auf dem Kopf, einem Magierstab in der Hand, so wie ein normaler Magier eben aussieht. Die Leute, die bei euch in Torwall und Ulport herumlaufen, sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber er kommt jetzt gerade die Treppe nach oben und wenn er dich sieht, dann verbeugt er sich leicht vor dir. Oh. Euch kannte ich noch nicht. Verzeiht mir, ich bin etwas in Eile. Ich hoffe, ich darf passieren bei solch einer stattlichen Kriege. Ja, Mund halten. Weiter. Wir rennt nicht vorbei. Ja, verbeugt er sich und eilt dir dann hinterher, so schnell der alte Mann eben kann. Und steht dann bei Xyleste, Ragnar, Ferenjan und Ephadas. Ich werde den Chorgeweihten, denke ich mal, aufsuchen oder irgendeinen, der mir da oben aussieht, als hätte er eine Ahnung von... Ich sag mal, Schiffsfernkampfwaffen, sprich, also irgendwas mit Harpunen oder irgendwas, was uns quasi gerade das, was da kommt, langfristig auf Langstrecke vom Leib halten kann. Weil darauf bin ich ja ausgebildet auch. Ja, du gehst ihn suchen und eilst dann schnell über das Oberdeck. Du kannst immer noch in der Entfernung diese Lederschwingen sehen. Die entfernen sich jetzt aber dadurch, dass ihr den Kurs gewechselt habt. Wenn du dann ganz vorne stehst, da wo ehemals Jalan stand, das Oberdeck ist echt fies verlassen, musst du gerade sehen. Kalter Wind, der jetzt hier rüber bläst und dann siehst du eine einzelne Gestalt dort stehen und eine zweite, die dahinter kauert und kriecht. Lubdiel, der Chorgeweihte Bisfrabul, den du dort unten in der Arena kennengelernt hast, mit beiden Armen ausgestreckt, seinen Mund weit geöffnet, zu einem infernalischen Schrei, den auch du gehört hast, in beiden seinen Händen gezogen, ein Schwert und eine Streitaxt, so wie auch er dich angegriffen hat. Verstanden. Ich laufe auf ihn zu. Wie ist die Lage? Lubdiel nicht wissen. Lubdiel, weißt du was nicht? Lubdiel Schiffshausmeister. Ich guck nur an. Hä? Lubdiel das nicht wissen. Lubdiel gefangen. Ganz lange. Das nicht gut. Ich wollte doch zu dem Geweihten. Ja, also der kniet daneben, eine kleine, bucklige Kreatur, bisschen verdreht, auf allen Vieren und du kannst sehen, wie er wohl sehr ungepflegt aussieht, hat wohl noch ein paar Schimmelsporen im Haar und ja, auch ein bisschen schuppig, guckt er dich an. Ja. Lubdiel das nicht wissen? Lubdiel wissen Gefahr, Plagenbringer nicht gut für Gezeitenspinne. Aber Lubdiel können nicht kämpfen. Hä? Ich guck mir mal selber nach irgendwelchen... Wo sind überhaupt die anderen? Wo ist die Crew? Ich meine, irgendjemand hier, der helfen kann? Lubdiel